Verantwortung vor Ort übernehmen, die Zukunft unserer Kinder sichern. Unter diesem Motto stand der Neujahrsempfang 2017 der Freie Wähler Landtagsfraktion. Fraktionschef Hubert Aiwanger begrüßte rund 650 Gäste, unter ihnen viele ehrenamtlich Engagierte, sei es aus der Kommunalpolitik oder aus dem Vereinswesen. An letzterem sollte sich die Politik ein Beispiel nehmen, so Aiwanger. Was das Ehrenamt, ja, was das Vereinswesen im Kleinen ist, das müsste die Politik im Großen sein, Menschen zusammenzuführen, vor Ort Verantwortung zu übernehmen, diesem Lande zu dienen, die Zukunft dieser Gesellschaft zu sichern. Dafür wollen wir arbeiten, politisch und ehrenamtlich. Meine Damen und Herren, es freut mich, dass Sie heute gekommen sind. Danke für Ihr zahlreiches Erscheinen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein erfolgreiches Jahr 2017. Vielen Dank. Einen Ausblick auf das Jahr 2017 gab auch der parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion Florian Streibel. Er betonte, wie wichtig eine gefestigte Demokratie für die Zukunft ist, insbesondere die Freiheit und Gleichheit aller Menschen. In einer Zeit, die sich langsam wieder verdüstert, einer Zeit, wo die grässliche braune Fratze des Faschismus wieder auftaucht, die ein ganz anderes Menschenbild hat und wo die Würde des Menschen letztlich in Gefahr ist, da ist es wichtig, dass wir alle zusammenstehen und auch zeigen, dass Demokratie auch wehrhaft ist und wehrhaft sein kann und wehrhaft sein muss, damit wir unsere Werte und unsere Welt und unsere Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, erhalten und schätzen können. Hauptredner des Abends war der Freie Wähler-Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten und Fernsehrichter Alexander Holt. Er sagt, wir müssen das Vertrauen der politischen Mitte zurückgewinnen. Für dieses Vertrauen brauchen wir natürlich einen konsequenten Rechtsstaat. Ein Staat, der sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Und natürlich sind eine konsequente Flüchtlingspolitik, eine konsequente innere Sicherheit ganz wichtige Standpunkte. Natürlich müssen wir alle Flüchtlinge, die ins Land kommen, sofort an der Grenze und nicht erst nach langer, langer Zeit lückenlos registrieren bei der Einreise. Und natürlich müssen wir all die wieder außer Landes bringen, die keine Bleibeperspektive haben. Und natürlich müssen wir Islamisten und Salafisten und Terroristen, aber auch alle bloß Kriminelle herausfiltern, aus dem Verkehr ziehen und so schnell wie es geht abschieben. Und falls sich jetzt noch jemand fragt, warum die Freien Wähler Alexander Holt in das Rennen um das Bundespräsidentenamt schicken, hier die Antwort. Wir stellen deswegen einen Kandidaten, weil das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Weil Demokratie von der Auswahl lebt. Die lebt natürlich von unterschiedlichen Ansichten. Die lebt auch von unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Demokratie lebt aber vor allem von unterschiedlichen personellen Angeboten, von unterschiedlichen Kandidaten. Und wenn ich sehe, dass die Union in der Bundesversammlung 150 Stimmen mehr hat als die SPD, aber die lässt sich von Sigmar Gabriel seinen Kandidaten aufzwingen, das spricht für mich ehrlich gesagt nicht für ein gefestigtes Demokratieverständnis. Holt konnte das Publikum wirklich überzeugen. Das zeigten die Standing Ovations am Ende seiner Rede. Für die Freien Wähler ist er der wahre Bundespräsident des Volkes und der Herzen.